geschickt. Und damit wünschen wir Ihnen jetzt viel Spaß mit den Derby-Grüßen von Hugo Simon, Nelson Pessoa und Thomas Frühmann. Hallo liebe Derby-Fans, normalerweise würden wir uns dieses Wochenende zum 100-jährigen Bestehen des Hamburger Derbys treffen. Ich möchte aber meine reiterlichen Erlebnisse zum Derby kurz erzählen. Als junger Reiter war mir klar, dass ich einmal daran teilnehmen möchte. Voraussetzung war, meinen Parcours zu Hause mit Derby-Hindernissen zu erweitern. Ich konnte 5-mal das Derby gewinnen und war etliche Male Zweiter und Dritter. Mein erster Sieg war 1977 mit Little One, ein kleiner Hengst, der sehr geschickt war im Umgang mit Naturhindernissen. Und dies ist Gladstone über den Birkenochser. Er war mein erfolgreichstes Derbypferd. Mit ihm siegte ich 1983 und 1984. This year, our derby was canceled, and I hope next year we'll be all there to one more time see this marvelous place. I do hope that we have more opportunity to be together and to enjoy this marvelous show. Schöne Grüße aus Österreich. Ich bin Thomas Frühmann und habe mit Grandeur 3-mal das Hamburger Springderby gewonnen. Eine kleine Geschichte nebenbei. Grandeur ist 4 Jahre hintereinander das Hamburger Springderby mit mir gegangen und war immer im Grundumlauf 0. Er hat 3-mal gewonnen und war 1-mal Vierter. Macht euch nichts draus, lasst die Ohren nicht hängen. Nächstes Jahr gibt es das 100. Hamburger Springderby. Ich bin sicher, Volker Wulff und sein Team haben sich Tolles dafür ausgedacht. Wir sind alle dabei. Schön, dass es das Hamburger Publikum gibt. Schöne Grüße nochmal aus Österreich und vor allem eins, gesund bleiben.